Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eigentlich sollte dies hier ein ganz normales Video der Genusszone werden. Leider sind Ronald und ich leicht vergesslich und haben vergessen, das Produkt mitzunehmen, hier im Wald. Es sollte ein Wanderbier werden und wir wollten wandern. Aber es bietet sich die einmalige Gelegenheit, dass Sie etwas von uns lernen können. Und zwar Überleben im Schweizer Wald. Ronald, es wird Zeit für Infrarot. Es ist nämlich dunkel. Wir geben Ihnen alle Tipps, die Sie brauchen. Regel Nummer 1, wie schon gesagt, nicht allein hier im Dunkeln sein. Das empfehle ich wirklich nicht. Regel Nummer 2. Niemals irgendetwas probieren, auch wenn es köstlich aussieht. Es könnte sich nämlich um eine giftige Pflanze handeln. Bei Farmen bin ich mir gar nicht sicher, aber wenn man sich nicht sicher ist, nicht probieren. Apropos, Farn ist eine der ältesten Pflanzen der Welt. Nur so ein netter Fakt nebenbei. Dann, was Sie auch nie tun sollten, zeigen ich und Ronald gleich einmal. Die nächste Sache, die man nie tun sollte, ist es, rennen, wenn es dunkel ist. Und das demonstriert einmal Ronald. Sie werden erkennen, es ist sehr gefährlich. Oh nein, es ist sehr gefährlich, weil man ja nicht sieht. Sehr schmerzhaft. Halt, Ronald, ich helfe Ihnen. Warten Sie, ich komme zu Ihrer Rettung. Ich werde Ihnen helfen. Halt, bleiben stehen. Die nächste Ding, was man nie machen sollte, ist Verstecken spielen. Ronald wird sich jetzt hier unten verstecken. Ich zähle bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ronald! Hallo! Wo sind Sie? Niemals machen. In den schlimmsten Fällen können Sie Ihre Partner jahrelang, vielleicht ein Leben lang verlieren und finden Sie nie mehr. Also mit Partner meine ich. Kompane, Filmpartner. Aber nun denn, Regel Nummer 4. Folgt. Also, kommen wir zum nächsten. Sie sollten nie zu sehr an Ästen rütteln, weil diese schmerzhaft sind und abreißen können. Je nachdem, wie viel Kraft Sie auch anwenden. Ein sehr zäher Baum. Ja, ein ja, genau darum. Ganz genau deshalb sollten Sie das nicht tun. Oh. Das ist ganz schön anstrengend. Aufklärung im Sinne von Survival. Naja, fahren wir fort. Das Wichtigste, was es noch zu beachten gibt, ist ganz einfach stets eine Lampe mitnehmen. Und wenn keine vorhanden ist, empfiehlt sich ein Sturzhelm. Und mit diesen unsinnigen, nutzlosen Weisheiten, welche auf die Gefahren des Schweizer Waldes hinweisen, welche eigentlich keine wirkliche Gefahr ist, wenn man sich mal hier umsieht. Naja, außer Stolperfallen vielleicht. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass sich hier schnell einer das Genick bricht. Naja, man will es ja nicht verschreien. Wie dem auch sei, wir wünschen noch einen schönen Tag.